Weiter geht es mit der Demontage des Motors. Der Auspuff sollte vor Trennen der Verbindung abgestützt werden. Ein etwas modifizierter Schlüssel ist hilfreich bei der Demontage. Nun müssen die zwei vorderen Lager gelöst werden, mit denen Motor und Getriebe gehalten wird. Danach muss die Schaltstange gelockert werden. Wegfahrsperre. Als nächstes wird der Motor etwas nach rechts versetzt. Ich kriege ihn hier nicht ganz raus. Hier der nächste Auspuff im Weg. Hängt er da dran? Jetzt sind wir daneben. Jetzt hängt er neben dem Lager. Was nach vorne genau. Da hat er jetzt mit dem Gewinde aufgesessen, noch so sitzt er daneben. Danach können die Verbindungsschrauben zwischen Motor und Getriebe gelöst werden. Der Motor kann nun herausgehoben werden. Motor demontiert und im Gehäuse alles voll Öl. Zwischenzeitlich wollte ich mal einen Blick auf die Kupplung werfen. Sie ist zwar noch nicht komplett herunter, aber sie sollte trotzdem nicht wieder eingesetzt werden. Bevor es mit der Demontage weitergeht, wollte ich das Getriebeöl ablassen. Um nun an das Getriebe zu kommen, musste die Auspuffbefestigung gelöst werden. Viel weiter kamen wir leider nicht, da sich die Muttern von den Antriebswellen nicht lösen lassen wollten. Wir versuchten es mit verschiedenen Methoden. Stell dich mal drauf. Doch dieses Problem werden wir wohl erst im nächsten Video lösen. Ich heb's Auto hoch.